Mein Name ist Andreas. Mein Puls ist niedrig. Es gibt ja häufig so eine Idee, dass man sagt, Behinderung, das ist festgelegt mit Charity, also mit Mitleid, was wir in irgendeiner Form haben, um die Menschen wollen wir uns kümmern. Und da glaube ich, dass der Behindertensport mittlerweile weit davon entfernt ist. Also im Prinzip geht es da um Leistungssport, um Breitensport, um Rehabilitationssport, um Sport, der Respekt verdient, so wie jeder andere Sport auch. Also ich glaube, wir sind da bei einer Normalität angekommen. Es ist egal, ob ich mir jetzt einen Handbiker bei einem Marathon in Köln oder in Berlin angucke, ob ich zum Rollstuhlbasketball gehe oder ob ich mir irgendwo Schwimmmeisterschaften angucke. Es ist respektvoller, leidenschaftlicher, faszinierender Sport. Ja, eigentlich wolltest du ja kein Sprinter werden, ne? Nee, eigentlich war ich Fußballer. Ich hatte eigentlich einen Profivertrag bei Fortuna Köln damals. Ehe ich dann meine erste Trainingseinheit absolvieren konnte, hat mich ein Tormann umgehauen für meinen damaligen noch Ex-Club, Amateurclub. Da hatte ich noch ein Spiel und der hat mich dann umgehauen und dann, ja, über kurz oder lang habe ich dann mein Band verloren. Über kurz oder lang, du sagst das nicht so leicht. Ja, heute kann ich das leicht sagen. Früher war das natürlich eine andere Geschichte. Ich lag dann eine Woche im Krankenhaus, weil die Ärzte leider Gottes nicht so reagiert haben, wie sie hätten reagieren sollen. Die Verletzung wurde dann nicht adäquat behandelt und dann kam es zur Amputation. Wie alt warst du da? 21. Wenn ich es mir so vorstelle, man hat den Traum, Profifußballer zu werden, ist ja erstmal nur ein Traum. Man weiß ja sowieso nie, was daraus wird. Und der zerplatzt dann in dem Moment. Ich meine, war das für mich sofort klar, ich mache weiter mit dem Sport? Oder das ist ja erstmal ein Loch und man weiß gar nicht, wie es weitergeht? Nee, für mich war das Wichtigste eigentlich, dass ich diesen Profivertrag hatte. Ja, das bedeutet, der Trainer hat gesagt, ja, du bist gut genug für die Mannschaft. Das war für mich eigentlich ganz, ganz wichtig. Und dann, man muss sich vorstellen, schwebte ich in so einem luftleeren Raum und ich wusste nichts mit mir anzufangen. Und ich habe zum Glück jemanden gehabt, der mir eine Tür geöffnet hat. Und das hieß Behindertensport. Und dann konnte ich meine ganze Gewalt, meine Emotionen, meinen ganzen Willen wieder in eine Richtung schießen. Und ich habe, wie gesagt, meinen neuen Lebensweg gefunden, auch meinen Frieden mit mir. Und das ist sehr, sehr wichtig. London jetzt. Ich meine, ich erlebe dich als total fokussierten und zielorientierten Menschen. Und ich denke, London ist ja für dich ein ganz klares Ziel. Da geht es ja nicht mehr um eine Traumerfüllung, weil du weißt ja, was du kannst. Also ich gehe über 100 Meter, 200 Meter und den Weitsprung an den Start. Und da habe ich mir eigentlich vorgenommen, alle drei nochmal mit einer Bestleistung aufzuhören. Dann, wo ich damit lande, sei dahingestellt. Aber für mich persönlich zu sagen, okay Junge, mit 32 Jahren hast du nochmal alles gerissen, was du reisen konntest. Das will ich erreichen. Und danach, ja, danach hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen das Segeln entwickelt bei mir. Und ich würde gerne das so ein bisschen verbinden, dass ich Menschen auf der Welt, leider Gottes musste ich sowas sehr häufig sehen, dass ich Menschen getroffen habe, die prothetisch absolut unterversorgt sind oder gar keine Prothese haben. Dass ich vielleicht in diese Länder segle und den Leuten ein bisschen helfe, ein bisschen Gehschule mache, einen Orthopädie-Mechaniker mitbringe und einen Arzt und dort einfach Hilfe zur Selbsthilfe mache. Ist das nicht auch so, dass man Menschen dazu anrichtet, wieder zu träumen? Absolut. Du musst dir ja vorstellen, du kommst in ein Zimmer, und auf dem Bett sitzt ein Junge, 9 oder 10 Jahre alt, Krebs, hat gerade sein Bein verloren. Und er sieht dich und fängt an zu lachen, zu lächeln. Da sitzt ein Junge, der hat wieder ein Ziel, der ist motiviert, der will gehen lernen, der will sein Leben bestreiten. Nach einem halbstündigen Gespräch mit dir. Und vorher hat er keinen Sinn mehr gehabt im Leben. Und das ist natürlich schön, wenn man sowas hat.